Ah, ich habe die Feinmod immer noch nicht deinstalliert. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt deinstallieren kann. So. Fackel oder Candlelight. Genau, ich habe eine Mod installiert, die Reichweite erhöht, allerdings sucht sie jetzt keinen Schatten mehr. Kann ich mit leben, wenn ich dann in der Nacht was sehen kann oder im Dunkeln was sehen kann. Also ja, Kräfte Hautabzieher. Ich glaube, Ayla hat eigentlich noch was zu dem zu sagen. Aber sie... Genau, sie hat eigentlich was dazu zu sagen, aber dadurch, dass sie jetzt die ganze Zeit so zurückhing und nicht weiterlaufen wollte, haben wir die ganzen Gespräche verpasst. So, dank der starken Heilung. Also ich glaube, es war definitiv richtig, dass ich Lydia weggeschickt habe. Ich habe komplett vergessen, dass jetzt die Werwolf-Verwandlung bei den Gefährten kommt. Ich habe gedacht, da kommt noch eine Quest. Zwischendrin. Die letzte Schwertscheide von Akrash. Von Tabar Wunkid. Während einiger Sommertage im Jahr 3. Ära 407 besuchte eine junge, hübsche, verschleierte, dunmerische Frau einen der Meisterspiele der Stadt Tränenstadt. Das ist schön. Lese ich immer später. Ich bin schon wieder in der Wellenlänge mit der Aufnahme, ne? Das heißt, ich nehme jetzt einfach, ja, zweimal 40 Minuten auf oder zwei Folgen in einem Stück auf. Und schneide die dann einfach in zwei Folgen, weil ich habe keine Lust, jedes Mal eine Stunde Parts hochzuladen. Da hat auch nicht jeder die Zeit für. Um die zu sehen. Die Wichtigkeit des Wo von Marobor Sul. Der Häuptling von Otrobar versammelte seine Weisen um sich und sagte, jeden Morgen wird ein Zehntel meiner Herde abgeschlachtet aufgefunden. Was ist die Ursache? Der Kriegsfürst Fangbirt sagte, vielleicht kommt ein Monster vom Berg herunter und verschlingt eure Herde. Der Heiler Gorik sagte, möglicherweise hat eine seltsame neue Krankheit Schuld daran. Der Priester Beeran sagte, wir müssen der Göttin ein Opfer bringen, damit sie uns rettet. Die Weisen brachten Opfergaben und während sie auf Antworten der Göttin warteten, ging Fangbirt zu seinem Mentor Yolterek und sagte, ihr habt mich gründlich gelehrt, den Knüppel aus Solia, aus Zonia? Zu schmieden und ihn im Kampfe zu führen, aber ich muss nun wissen, wann es weise ist, meine Fähigkeit zu nutzen. Warte ich auf die Antwort der Göttin oder darauf, dass die Medizin wirkt, oder jage ich das Monster, das sich meines Wissens auf dem Berg befindet? Wann ist nicht wichtig, sagte Yolterek. Wo ist alles, was wichtig ist? Also nahm Fangbet seinen Zoltik-Knüppel zur Hand und wandte sich weit. Er wanderte weit durch den dunklen Wald, bis er zum Fuße des großen Berges kam. Dort traf er auf zwei Monster. Das eine, noch blutig vom Fleisch der Herde von Otrobars Häuptling, griff ihn an, während sein Gefährte floh. Fangbit erinnerte sich an das, was sein Meister ihn gelehrt hatte, nämlich das Wo alles ist, was wichtig war. Er traf das Monster an jedem seiner fünf Vitalpunkte: Kopf, Leiste, Kehle, Rücken und Brust. Fünf Schläge auf diese fünf Punkte und das Monster war erschlagen. Es war zu schwer, um es mit sich zu tragen, aber Fangbit kehrte dennoch triumphierend nach Otrobar zurück. Ich sage, dass ich das Monster erschlagen habe, das eure Herde fraß, rief er aus. Welchen Beweis habt ihr, dass ihr überhaupt ein Monster erschlagen habt? Fragte der Häuptling. Ich sage, dass ich eure Herde mit meiner Medizin gerettet habe, sagte der Heiler Gorik. Aha. Das ist dann doch schon länger, als ich dachte. Und jetzt auch nicht so spannend. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie... Das Lösegeld für Zarek. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie spannender. Naja. So, Lauch. Kaiserlicher. Was? Warum liegt die hier? Haben sie gedacht, die wäre ein Werwolf? Vielleicht wussten sie, dass sie ein Werwolf ist.
So, noch einen Schneebärenpelz und einen Wolfspelz. Damit fehlt mir noch ein Bärenpelz und dann habe ich alle 10. Oh Gott, Meister. Zaubertrank Kettenblitz. Ein Blitzschlag, der 40 Punkte Blitzschaden auf Gesundheit und Hälfte der auf Magika verursacht. Danach springt der Blitz auf ein weiteres Ziel über. Stab der heilenden Hand. Ja, selbsterklärend, was der bringt. Das hat sich übelst gelohnt. Ja, doch, eigentlich schon. Also eigentlich nicht. Dafür, dass ich ja so viele Dietriche zerbrochen habe, hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Es ist einfach nervig. Einfach nur nervig. Die Wolfskönigin, Buch 4, bla 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 bla. So, gehen wir hier mal rückwärts durch. Überall die Toten, also überall die Wolfsköpfe aufgespießt. Das muss Sailor wirklich... Also, ich wette, Aela kriegt davon die übelste Wut. Mir geht das ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Einfach nur, um es zu leveln. Geplündert? Ja. Ja, mit normalen... Oh, fuck. Mit normalen Schlössern habe ich kein Problem. Also mit Adept, Lehrling, alles kein Problem. Aber sobald's Meister wird... Dann ist es echt beschissen mit dem Skill. Weil die Dietriche sofort abbrechen und die Toleranzzone so extrem klein ist, dass du wirklich jeden Millimeter abtasten musst. So, irgendwas. Kann ich hier irgendwas wegwerfen? Irgendeinen Scheiß, den ich aufgehoben habe und nicht brauche. Ich kann ja mal meine Waffen. Wieder aufladen. So, dann sind schon mal 3 winzige Seelenpfeile weg. Seelensteine, nicht Pfeile. Das bringt natürlich nicht so viel. Also, warum? Mal gucken. Waffe sein, ne? Elfenstreitaxt. So. Was haben wir? Gold, Eisenpfeil, Gold, Gold. Und noch eine silberne Hand. Ein gebratenes Ziegenbein. Eisenpfeil. Jagdbogen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Werwolf-Verwandlung ja cool. Also ich finde es cool, Werwolf zu sein. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass man selber steuern kann, ob das man einmal pro Tag Werwolf wird. Also dass das hier also einfach nur eine Kraft ist. Ich habe auf PC immer eine Mod benutzt, die Werwolf-Verwandlung zeitabhängig gemacht hat. Das heißt, je nach Zustand des Mondes, je nach Mondphase, hat man einen anderen... Huch. Ja, du wirst doch bestimmt feindlich, oder? Du wirst doch bestimmt feindlich, wenn ich dich raushol. Je nach Phase des Mondes,
was ja in Skyrim durchaus berechnet wird, wenn man mal in den Himmel guckt. Das ist ja eines der kranken Dinge in Elder Scrolls und eine der Sachen, die ich super toll finde. Aber je nach Phase des Mondes hat man sich eben verwandelt oder nicht verwandelt. Man hatte eigentlich keine Wahl darüber, also keine Macht darüber. Das fand ich immer viel besser. So wie es eigentlich sein sollte. Ein Werwolf sieht den Vollmond, verwandelt sich, ob er will oder nicht. Ja, jetzt kniest du vor mir. Fuß! Das finde ich eigentlich viel besser. Also, dass der Spieler nicht die Macht hat darüber, wann er sich verwandelt, sondern dass das Werwolf-Dasein tatsächlich ein Fluch ist. Also auch ein Segen, weil du dann eben als Werwolf extrem stark bist. Vielleicht so eine Mischung. Ja, du kannst dich einmal pro Tag verwandeln, aber du hast eben auch immer die Gefahr, dass du dich bei Vollmond oder bei Blutmond oder was, wann auch immer einfach verwandelst. Und da hast du eben keine Wahl drüber, da hast du keine Kontrolle drüber. Das finde ich ist viel spannender und viel besser. Weil das auch einfach viel besser zu der Legende des Werwolfes passt. Weil lebt noch einer? Ernsthaft? Was? Was? Oh! Nein! Komm, gebt auf! Das muss ich sagen, würde mir viel besser gefallen. Also müsste ich jetzt rumlaufen und sagen, oh, ich habe jetzt Bock auf Werwolf. Und als Werwolf habe ich ja eigentlich, also ich bin irre stark. Klar. Ich bin irre stark als Werwolf, aber... Aber... Ich könnte da nicht mehr auf mein Inventar zugreifen und sonst alles. Also ich glaube, Werwolf werde ich relativ wenig benutzen. Einfach aus dem Grund, dass ich mich dann aktiv verwandeln müsste. Und ich habe eigentlich zu viele Nachteile für Werwolf sein. Ich meine, ich könnte es roleplayen, ja? Immer wenn ich, wenn wir Vollmond haben, könnte ich roleplayen. Ich spiele nachts und wenn wir Nacht haben, dann gucke ich in den Himmel. Wenn es Vollmond ist, dann verwandle ich mich in Werwolf, ob ich will oder nicht. Also könnte ich roleplayen, theoretisch. Aber das ist ja auch irgendwie nicht das Wahre. Ja, das ist ja auch irgendwie blöd. Aber sowas ist auf PS4 nicht möglich und auch auf Xbox One wäre das nicht möglich, weil die Mod nämlich den Skyrim Script Extender benutzt hat. Aber leider lief Skyrim bei mir auf dem PC nicht richtig. Also nicht gut genug, als dass ich ein Let's Play draus machen könnte. Ist die vorher mit der Zeit immer schlechter? Keine Ahnung, was das war. Vielleicht Nvidia-Treiber. Die machen ja ganz gerne mal alte Grafikkarten durch Treiber-Updates schlechter, um ihre neuen Grafikkarten zu verkaufen. So. Das wäre jetzt also das. Ist auch wieder so eine Orgie hier. Ich glaube tatsächlich ist es das Gras. Die habe ich immer noch nicht deinstalliert, weil ich die Menge an Gras einfach so extrem cool finde. Aber eigentlich müsste ich es machen. Das ist, glaube ich, das Gras in Verbindung mit dem Nebel. Das ist hier nicht mal wie ein Audio... Also ein Soundtipp gibt. Ja. Man könnte jetzt sagen, oh, da hat es geknackt. Aber wenn man nochmal drüber geht, knackt es nicht nochmal. Ich wette, ich muss es nicht bewegen. Doch. Ja,
Also es ist eigentlich ein reines Glücksspiel, das Minispiel fürs Schlösserknacken. Du musst den richtigen Winkel finden, also Glück haben, dass du den richtigen Winkel erwischst und dann... Ja. Gefällt mir absolut nicht. Da ist mir das Hacken-Minispiel in Fallout viel lieber. Weil da musst du einfach die Augen offen halten nach den richtigen Worten und musst es richtig, also musst das richtige Wort finden und kannst dann noch irgendwelche Klammern finden, die es leichter machen. Und hier ist einfach nur, ja, man muss Glück haben, den richtigen Winkel zu erwischen, der random ist. Und dann musst du, ja. Glück haben, dass du auch den richtigen Winkel genau getroffen hast. Also Pixel genau getroffen hast bei Meisterschlössern. Das ist einfach kein gutes Design. Also es macht einfach keinen Spaß, so ein Minispiel zu machen. Aber ich will auch das Minispiel nicht deaktivieren, weil dann würde es einfach sinnlos werden, Schlösser zu knacken. Weil dann bräuchte man keine Schlösser mehr knacken. Dann wäre das Schlösser knacken einfach nur noch... Ja, es ist halt... Ja. Weil dann könnte ich jede Truhe aufmachen, die es gibt. Egal, ob ich genug Dietriche habe oder nicht. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das hatte ich schon bei Fallout 4. Also das Thema. So, es wurde mir letztens in den Kommentaren vorgeschlagen. Ermordet Anführer der Silbernen Hand in Hjalmarsch. Da oben müssen wir ja sowieso hin, ne? Alle Wege führen nach Hjalmarsch. Wir müssen nämlich Meridias Stern zum Berg Kilkreath bringen. Wir müssen die Legende von Gauldur in Fulguntar Guntur erforschen. Wir müssen das Horn von Jürgen Windrufer in unseren Besitz bringen. In Ustengraf. Wir müssen das Museum von Dämmerstern besuchen. Das ist da oben. Also können. Wir müssen das Schwert des Roten Adlers finden. Das ist hier hinten irgendwo. Das ist aber nicht Hjalmarsch. Die Badenakademie. In Einsamkeit. Habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es da drin überhaupt aussieht. Tötet den Banditenanführer in Outcast Camp. Das geht auf dem Weg. Bring den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer in Rifton. Okay, wusste ich gar nicht. Dritte kaiserlichen Armee dabei und ja. Und dann gab es noch irgendwas. Irgendwas gab es doch noch und zwar... Ich finde die Energie... Genau, es kommt noch mehr. Töte den Drachen im Aussichtspunkt. Ja, das ist da unten irgendwo. Finde den Gesichtsformer in Rifton. Finde Cash im Schrein von Periyte. Ist hier oben nochmal. Irgendwo... Ach Gott, was denn ist da oben? Finde Suche den Schrein von Azura. Okay, der ist da hinten. Und so weiter und so fort. Also wir haben mega viel da oben zu tun. Sprich mit dem Setzernamen, sprich mit Aventus, aber der ist auch anders. Energiequellen volles Kicke ist hier hinten. Das Horn finden. Die Legende. Den Stein dahin bringen. Wir haben mega viel da oben zu tun. Badenakademie besuchen. Was gab's denn noch? Banditenanführer töten. Auf dem Weg dahin. Schrein von Periyte. Ja, das war's. Haben auch nicht so viel zu tun, aber schon eine Menge. Schon eine Menge da oben. In Hjalmarsch. Also in Richtung Hjalmarsch. So. Ich habe kein Pferd. Schon wieder. Ich könnte mich jetzt in Werwolf verwandeln und dahin rennen. Theoretisch. Ich könnte mich jetzt in einen Werwolf verwandeln und nach Weißlauf rennen. Wo ist Weißlauf? Es müsste irgendwo... Wo bin ich eigentlich? Ach, da hinten! Was? Wie zur Hölle bin ich hier hingekommen? Ja gut, ich meine, wenn ich mich den Sturmmitteln anschließen wollen würde, könnte ich das jetzt machen. Okay, wir haben kein Pferd.
Wir sind mitten im Nirgendwo gestrandet. Und Lydia ist auch nicht da. Maras Auge Tümpel entdeckt. Was? Ah! Eine gefürchtete Schlammkrabbe! Wieso ist hier eine Fackel? Achtung, jetzt wird's laut. Jetzt wird's laut. Wie gesagt, jetzt wird's laut. Schlammkrabbe. Da brechen meine Pfeile von ab. Da oben ist der Mond. Huch! Ah, schon besser. Hä? Ach, Babyschlammkrabbe. Wozu ist jetzt dieser Tümpel da? Ich meine, da ist ein... Das ist, wird nur ein Schnellreisepunkt? Ist also einfach nur so, ja, ist ein schöner Ort? Ist ein schöner Ort. Bei Tag bestimmt noch schöner als bei Nacht. Aber warum? Wenn ich jetzt schlau wäre, würde ich das nach Windhelm gehen. Nach Windhelm? War das Windhelm? Ja, nach Windhelm. Und dann könnt mit dem Karren... In Richtung Mortal, glaube ich. Aber ich bin nicht schlau. Wie spät haben wir es denn? 5.18 Uhr morgens. Naja. Da unten ist ein Dorf. Zumindest ist eine Straße. Ach, hier sind wir. Ach so, bei den Geysiren. Ach, ihr habt die Froschspitze. Ach so. Wo seid ihr denn hin? Wo wollt ihr denn hin? Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ach, deswegen war die Ja, egal, die Spinne angeschlagen. Da ist ein Riese. Deswegen war die angeschlagen. Da ist ein Häuschen. Da ist ein Häuschen da unten, ungefähr ein fertiges Häuschen, aber ein Häuschen. Und wenn Häuschen ist, ist doch normalerweise Zivilisation, oder? Zumindest so ein bisschen. Kann ich hier irgendwo über den Fluss... Irgendwo über den Fluss gehen, ohne durchs Wasser zu schwimmen? Oh. Da ist ein Bär. Ein Höhlenbär. Er hat mich entdeckt. Ich habe keine Elfenpfeile mehr. Wenn ich ihm folge, dann müsste ich ja theoretisch zu einer Brücke kommen, oder? Nur so eine Idee. Da müsste ich doch theoretisch zum Übergang kommen, wenn ich ihm folge. Vorausgesetzt natürlich, er weiß, wo der Übergang ist.
Kampfmusik! Hilft ja nichts. Da oben ist er. Irgendwie mehr erwartet von dem Höhlenbären. Naja. Und damit hätte ich 3 plus die 7 in meinem Häuschen, in meiner Truhe. Dann habe ich 10. Dann müsste ich nochmal nach Iverstedt. Flussuferhütte. Jo, hier ist nichts mehr übrig. Das war der Bär. Dafür hat der Bär gesorgt. Piratenkönigin des Arbekanischen Meeres. Wie lang ist das? Ah. Reißt euch die Augen aus, schneidet ab das Ohr. Diese Segel stehen für Wahnsinn und Horror. Lasst zurück eure Schiffe, euer Gold, eure Frauen. Rot färbt sich das Wasser. Welek bringt das Grauen. Wollt gehen auf die Flanke, hängen in der Schlinge? Keine Chance habt ihr, wenn ihr hebt eure Klinge. Gnade könnt ihr von ihm nicht erwarten. Rot färbt er das Wasser, der König der Piraten. Galeone des Kaisers und das Schiff der Elfen. Alle werden sinken und niemand kann helfen. Die Mannschaft ergötzt sich, quält euch und lacht. Rot färbt sich das Wasser in ewiger Nacht. Er reißt euch in Stücke, bricht euer Gebein. Seine Augen glühen rot, sein Herz ist aus Stein. Merkt euch die Worte, sie ersparen euch Pein. Rot färbt er das Wasser, Kapitän Welek sein. Ominös! Amulett der Könige. Ich glaube, die Bücher habe ich alle schon. Von Behindertenbanner 1. Da. Hoffnung der Redoran. Amulett der Könige. Ich weiß gar nicht, ob ich sie habe. Ich nehme die einfach alle mit. Und wenn ich sie doppelt habe, dann kann ich sie immer noch verkaufen. Oder verbrennen. Oder wegwerfen. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Oh. Wir haben jetzt einen 36er. 34er, okay. Ja, Bruchstein brauche ich überhaupt nicht. Schatzkarte 3. Was soll denn das sein? Irgendein Turm. In der Nähe von irgendeiner Stadt. Gut. Ich habe ja nicht mal Schatzkarte 1 und 2. Ich habe gedacht, da liegt einer unter dem Bett, aber das sind nur Stiefel. Was schwimmt denn da? Ach, eine Schlammkappe. Ja, oh Gott, Night Out. Oh nein, schon wieder eine Schlammkrabbe. Da dreht das Spiel durch. Mir fehlt da. So. 1:20 nehme ich jetzt auf. Davon werde ich wahrscheinlich irgendwas rausschneiden. Vor allem bei dem Werwolf-Ding. Aber zumindest das Dorf da vorne oder die Mühle werden wir noch erreichen. Ja, so langsam geht die Sonne auf.
Mischwassermühle entdeckt. Und was es hier bei der Mischwassermühle zu sehen gibt, das sehen wir in der nächsten Folge oder Aufnahme. Ich mache jetzt nämlich eine Aufnahmepause. Also ich habe ja gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, ne, ich mache aus der einen Folge, ich nehme dann einfach weiter auf und schneide die dann in zwei Folgen, weil ich will kein partout keine Überlänge haben eigentlich, aber ich vergesse immer auf die Zeit zu gucken. So, wir sehen uns in der nächsten Folge von Elder Scrolls Online, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Was, wieso Elder Scrolls Online? Angewohnheit, ne? Angewohnheit, sie stirbt nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich ganz besonders. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Skyrim. Bis dahin oder bis gleich, je nachdem. Macht's gut. Ciao.